It's black and white. So, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute mal ein ganz, ganz anderes Video auf meinem YouTube-Kanal, auch mit Facecam zum ersten Mal. Das heißt, ihr seht endlich mal mein Gesicht. Wir machen mal heute, passend zur EM, die ja am Freitag losgeht, eine EM-Prediction. Ich habe mir schon mal die Seite aufgerufen. Kann eigentlich jeder machen, aber wow. Wir machen das mal ganz entspannt. Wenn euch solche Videos gefallen, lasst es mich gerne wissen in den Kommentaren und lasst ein Like da und würde mich auch sehr freuen über ein Abo. Bro Clubs kam ja sehr gut an. Ich habe mir jetzt mal was Neues überlegt und dann starten wir gleich mal rein. Also, wir sehen gleich mal die Gruppe A, wo Italien, die ja in der EM-Qualifikation komplett rasiert haben. 10 Siege, 10 Spiele. Dann haben wir die Schweiz. Immer eine Mannschaft, die für Überraschung gut ist. Die Türkei, die ja auch gut für Überraschung gut war. Und Wales, die 2016 auch schon im Halbfinale waren. Genau wie die Türkei 2008. Sehr interessant. Ich habe mir ja schon so meine Gedanken gemacht. Ergebnisse sind natürlich jetzt subjektiv. Ist natürlich klar, die werden wahrscheinlich nicht so ausgehen, wie ich sie tippe. Aber ungefähr, wie ich das jetzt mal so mache. Also ich sage, das Eröffnungsspiel werden die Italiener gewinnen gegen die Türkei. Einfach, weil ich die Italiener sowieso auf dem Zettel habe. So ein bisschen auf meinem Favoritenzettelchen. Wales gegen Schweiz habe ich 1-1. Wird ein Unentschieden, glaube ich. Da Wales ja schon bekannt ist, dass sie sehr gut und kompakt stehen. Die Schweiz eigentlich auch, aber ja, darum nur ein 1-1. Dann am zweiten Spieltag Türkei gegen Wales wird wahrscheinlich da, sage ich, dass die Türkei gewinnen wird. Ich glaube, jeder weiß es ja, Burak Yilmaz, ne? Also ich meine, der Mann, der Lille zum Titel geschossen hat, wird wahrscheinlich auch bei der EM einen großen Faktor spielen. Dann zum zweiten Spiel der Italiener. Die Italiener werden auch das zweite Spiel gewinnen gegen die Schweiz. Bin ich mir sehr sicher. Also die werden da, glaube ich, in der Gruppe marschieren. Auch das dritte Spiel werden sie gewinnen gegen Wales. Ist jetzt eigentlich, wie gesagt, ist egal, wie das zustande kommt. Und dann habe ich das, ja, hört sich ein bisschen komisch an, die Schweiz wird das letzte Spiel gegen die Türkei unentschieden spielen. Das heißt, die Türkei wäre mit 4 Punkten durch, Italien mit als erster mit 9 Punkten, die Schweiz mit 2 Punkten auf Platz 3, was ja immer noch Möglichkeiten gibt. Und Wales wäre raus. Wenn ihr andere Meinung habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Kommen wir zur Gruppe B, wo einer meiner absoluten Favoriten drin ist, mein Hauptfavorit eigentlich. Mit Belgien. Dann haben wir noch die Russen, die 2018 ja bei ihrer Heim-WM richtig gut abgeliefert haben. Ich weiß gar nicht, wie sie in der Gruppe jetzt abgeschnitten haben bei ihrer EM-Qualifikation, aber so schlecht kann es nicht gewesen sein. Finnland, eine dicke Überraschung, dass die dabei sind. Und die Dänen, die ja vor ein paar Tagen gegen uns, gegen Deutschland, unentschieden gespielt haben. Also das hat natürlich jetzt nicht so eine große Aussagekraft, weil gegen uns hat auch mal, gegen Deutschland hat auch Nordmazedonien gewonnen, aber einfach mal so als Fun Fact. Das erste Spiel, glaube ich, aber spielen die Dänen auch nur unentschieden gegen die Finnen, weil ich glaube, die Finnen wird man sehr unterschätzen, wie damals Island auch oder auch Wales. Die Belgier werden ihr erstes Spiel gegen die Russen gewinnen, 2-0, sage ich jetzt einfach mal. Wie gesagt, Belgien hat halt mit Lukaku, De Bruyne,
Allein die beiden Spieler sind schon krass. Ich glaube, über einen Torhüter brauchen wir uns auch nicht hin zu unterhalten. Courtois hat sich ja wieder eingekriegt und ist ja auch wieder ein richtig guter Torhüter und spielt jetzt auch, also wir eine sehr gute Saison gespielt bei Real Madrid. Finnland wird halt natürlich der Pucki-Ansatz sein. Darum glaube ich, die werden gegen die Russen leider nur verlieren, weil die Russen halt über das mannschaftliche Kollektiv kommen. Die Finnen zwar natürlich auch, aber ich glaube, dass die Russen sich gegen die Finnen durchsetzen werden. Die Dänen werden das Spiel gegen die Belgier verlieren. Relativ klar sollte das dann schon sein, dass die Belgier sich am zweiten Spieltag, wenn alles so läuft, wie ich glaube, also wie ich ausgehe davon, glaube ich, dass die Belgier sich am zweiten Spieltag schon aufs Achtelfinale freuen dürfen. Am letzten Spieltag glaube ich daher, dass sie ein bisschen schon werden, aber trotzdem gewinnen gegen die Finnen. Damit würden die Finnen also nur auf einen Punkt kommen und die Belgier hätten 9. Die Russen schlagen am letzten Spieler die Dänen auch nicht. Das heißt, beide gehen mit einem Punkt raus. Das heißt, Dänemark würde auf 3 mit 2 Punkten enden. Die Russen mit 4 Punkten auf der 2. Das heißt, weiter im Achtelfinale. Belgier weiter und die Finnen wären raus, nach meiner Meinung. In der Gruppe C haben wir auch so ein sehr ähnliches Bild mit Kampf um Platz 2. Also klar, die Niederlande sind natürlich der klare Favorit, auch wenn ihnen ein sehr wichtiger Mann fehlt mit Virgil van Dijk. Trotz alledem haben sie eine Megapower im Mittelfeld mit Wijnaldum, De Jong und natürlich auch einen guten Sturm mit Memphis Depay, Weghorst, der ja auch in der Bundesliga ja nicht gerade wenig getroffen hat. Mittelfeld ja noch Quincy Promes und so weiter. Also da glaube ich schon, was den Niederländern wahrscheinlich das Genick brechen wird, wird vielleicht die Abwehr sein. Das muss man aber abwarten. Aber glaube, da braucht man nichts zu sagen. Ukraine, sehr überraschend, haben sich ja in der EM-Qualifikation sehr, sehr gut geschlagen, obwohl mit auch ein paar Corona-Fällen hatten die ja auch zu kämpfen. Trotz alledem sehr gut. Österreich kommt mit den meisten Bundesligaspielern bei der EM um die Ecke. Da kennt man ja die ganze Mannschaft aus der Bundesliga. Ja, und Nordmazedonien, so ein bisschen der Deutschlandschreck, ne? Der neue Pandev, der neue Deutschlandschreck. Aber die Österreicher, glaube ich, übrigens, ja, kann auch für Österreich sein. Die Österreicher werden das am ersten Spieltag machen, werden das Ding 2 zu werden das Ding gewinnen gegen Nordmazedonien. Auch die Niederlande werden ihr das erste Spiel gewinnen gegen die Ukraine. Und dafür wird die Ukraine aus meiner Sicht das zweite Spiel gegen Nordmazedonien gewinnen, während die Niederländer gegen die Österreicher nur unentschieden spielen. Was wir natürlich zu einer sehr guten Dreieckskonstellation bringt am letzten Spieltag. Da, wo wahrscheinlich Nordmazedonien am wenigsten was bringt, die werden nämlich, glaube ich, gegen die Niederlande ganz schön alt aussehen. Das heißt, die Niederlande werden durch und am letzten Spieltag spielt Ukraine und Österreich unentschieden. Das heißt, am Ende wären die Niederlande mit 7 Punkten durch, Österreich wäre mit 5 Punkten durch und Ukraine mit 4 Punkten so gut wie durch. Kommt halt drauf an, wie die anderen. Nordmazedonien würde halt mit 0 Punkten rausfliegen bei ihrer, ich glaube, ersten EM. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, es ist die erste EM. Also zumindest unter Nordmazedonien, so lange haben sie den dann noch nicht. Aber wie gesagt, das würde dann so aussehen, die Gruppe C. Die Gruppe D auch sehr interessant mit Vize-Weltmeister Kroatien, dem Viertplatzierten von der WM England, die ja auch eine Mega-Truppe haben, hat man ja gesehen, zwei Champions League-Finale, zwei englische Teams. Hat man ja auch die Jugendspieler gesehen, wie Mason Mount, Phil Foden, Reece James, also Kyle Walker als geballte Power, als schon etwas älterer, aber mega Rechtsverteidiger. Also prinzipiell kann der englische Trainer sich eine ganze Mannschaft aus Rechtsverteidigern in der Abwehr hinstellen, so wie man es in FIFA gefühlt auch macht. Außer ich. Also da genug Auswahl, auch Torhüter-mäßig kann man da jetzt nichts sagen. Sturm auch nicht. Mit Rashford hat man da einen guten über die Außen kommenden, mit genau wie Sancho, Harry Kane hat geliefert. Also das wird eine sehr interessante, also ich sehr interessante englische Mannschaft, auf die wir uns einstellen können. Und da bin ich
Sehr gespannt. Kroatien muss man gucken. Tschechien und Schottland sind, wie gesagt, so ein bisschen, die werden sich wahrscheinlich gucken, wie sie auf Platz 3 kommen in ihrer Gruppe, dass sie sich nicht so ganz. Die Tschechen haben es ja jetzt, glaube ich, die letzten zwei Male nicht mal über die Gruppe geschafft, immer am letzten Spieltag gescheitert, übrigens immer gegen die Türken. Dieses Mal haben sie die Türken nicht in der Gruppe, vielleicht geht da ja was. Mal gucken. Also, ich sage, dass die Engländer den Vize-Weltmeister Kroatien am ersten Spieltag schlagen, mit einem Torunterschied. Mehr wird es nicht sein, weil es wahrscheinlich eine sehr ausgeglichene Partie sein wird. Die Schotten gegen die Tschechen, da sehe ich die Tschechen auch ganz knapp vorne. Muss man halt gucken, wie sich es einpendelt. Die Kroaten hingegen sehe ich gegen die Tschechen vorne. Das heißt, die Kroaten werden dann sich am zweiten Spiel den ersten Sieg einholen. Während hier sozusagen fast wie ein Derby einfach stattfindet zwischen England und Schottland, Großbritannien, könnte man ja auch zusammenpressen, werden die Engländer am Ende knapp gewinnen. Ich mache jetzt einfach auch mal so ein Tor, weil man kennt ja die Engländer, aber trotz alledem, ich glaube, es wird sehr knapp. Die Schotten werden sich da auf jeden Fall nicht verstecken. Die wollen sich auch ein bisschen zeigen. Darum auch am letzten Spieltag, die Engländer gehen mit 9 Punkten durch. Die Tschechen bleiben auf 3, während die Kroaten am letzten Spieltag ihre Schwierigkeiten bekommen werden mit den Schotten und am Ende nur einen Punkt mitnehmen werden. Aber trotz alledem Zweiter werden in der Gruppe mit 4 Punkten und ein Torverhältnis von 4-4. Die Engländer gehen mit 9 Punkten durch und die Tschechen schlagen sich so. Ja, und ihr seht gerade, es gibt gefühlt keine 0-0s. Aber gut. Wie gesagt, die Ergebnisse, auf die muss man ja sowieso nicht achten. Dann kommen wir zur Gruppe E. Ich glaube, mit Abstand, sehr, also wenn man das sich anguckt, würde man sagen, boah, einseitige Gruppe, ne? Spanien, klarer Erster, Polen, Zweiter. Also ich sehe das sogar auch in der sehr, also die Gruppen sind insgesamt sehr spannend. Ich sehe das auch bei der Gruppe so, dass es sehr spannend sein wird. Spanien, gut, die haben jetzt ihre, wenn ich das heute mitbekommen habe, ihre Corona-Fälle gehabt mit Sergio Busquets und so weiter. Ist natürlich bitter für die. Ihnen fehlt natürlich auch ein sehr wichtiger Mann mit dem besten Verteidiger aus meiner Sicht. Das ist meine Sicht mit Sergio Ramos. Das mit Abstand der beste Verteidiger der Welt fehlt einfach und das wird schon nicht einfach werden. Die Polen, klar, mit Robert Lewandowski. Muss man gucken, er hat sich ja jetzt nicht bei den Weltmeisterschaften und Europameisterschaften immer mit Ruhm bekleckert, sagen wir es mal so. Er hat da ein bisschen, immer ein bisschen, er wusste nicht so wirklich, wo das Tor steht, sagen wir es mal so. Sagen wir es, drücken wir es mal nett aus und hat sich mehr aufgeregt, als dass er sich so ein bisschen als dass Polen sich als Team präsentiert hat. Schweden, ja, Schweden ist so ein bisschen. Ja, da wird's auf jeden Fall, muss man ja gucken, was Emil Forsberg macht, dass Zlatan ja nicht mitspielt. Sehr interessant, aber wie gesagt, die sind ja auch relativ weit gekommen, bis ins Viertelfinale ja bei der WM. Also da sollte man sich jetzt keiner, das wird sehr interessant werden. Und die Slowakei so ein bisschen als vielleicht der Außenseiter der Gruppe, aber die haben es ja auch immer relativ, also das heißt, weil es weit, weit geschafft ist, jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber die haben zumindest immer ins Achtelfinale geschafft. Auch bei der EM 2016 haben sie es ja bis ins Achtelfinale geschafft, sind ja dann gegen Deutschland rausgeflogen. Darum glaube ich auch, dass die am ersten Spieltag ein bisschen motivierter sind als die Polen. Und die Polen sogar schlagen. Ist ja so ein bisschen Slowakei, ist ja so ein bisschen neue Generation jetzt hier so am Wachsen. Darum glaube ich, dass das werden. Die Spanier werden die Schweden schlagen am ersten Spieltag. Am zweiten Spieltag wird es dann haarig für die Slowakei, also sag ich, die Schweden gewinnen das Spiel gegen die, gleichen sozusagen aus. Die Spanier machen das, was sie machen müssen gegen die Polen, gewinnen das. Während am letzten Spieltag das auch so passiert und am letzten Spieltag die Polen und die Schweden unentschieden spielen. Also wie gesagt, es wird. So, also so glaube ich, wird es senden. Also die Spanier auf 1, die Schweden auf 2 und die Slowakei auf der 3, während Polen halt raus ist. So, dann kommen wir zur Deutschlandgruppe. Deutschland, wie gesagt, die haben sich nicht mit Ruhm bekleckert, seitdem sie bei der WM 2018 gnadenlos verdient ausgeschieden sind.
Frankreich als Weltmeister, total klarer Favorit auf den Titel. Portugal als Europameister, als Titelverteidiger, hat endlich mal, also muss ich jetzt mal sagen, wenn ich mir jetzt die portugiesischen Mannschaften von früher angeguckt habe, da gab es immer so zwei, drei Spieler, wie jetzt zum Beispiel früher, bevor Ronaldo, gab es halt Luis Figo, Rui Costa und so weiter. Das waren die Leute, die Mannschaft so ein bisschen nach vorne getragen haben. Dann ein paar Jahre später kam ja Cristiano Ronaldo dazu und auch noch zwischendurch auch noch Deco. Auch Nuno Gomes ist da noch zu nennen. Also wirklich hatten sie immer ein Problem mit Torhütern und Abwehr. Pepe ist ja dann ein alter Haudegen, aber wie gesagt, sie haben jetzt mal eine Mannschaft. Ich meine, da merkt man halt Cristiano Ronaldo, Diego Jota, Bruno Fernandes, Semedo, Ruben Dias, der ja nicht umsonst auch bester Spieler in Eng zum besten Spieler Englands geworden ist. Und also da bin ich mal sehr gespannt drauf. Also unterschätzen sollte man die auf keinen Fall. Also die haben nicht nur Ronaldo, was abzusehen, was man abwarten muss aus meiner Sicht, ist halt zu gucken, ob sie den Ball halt nicht immer auf Ronaldo spielen, weil ich meine, man kennt es auch beim Juve-Spiel, beim Juve-Spielen oder auch bei Real Madrid, man hat ja oft, man sucht ihn ja sehr oft und vielleicht einmal zu oft, als dass man dann als einen anderen schießen lässt. Aber muss man abwarten. Ungarn wird auch interessant, also weil sie haben ja relativ jung und alt zusammengemischt, vor allem mit Dominik Szoboszlai haben sie ja schon einen richtig starken Spieler, der gut, der jetzt bei Leipzig nicht wirklich glänzen konnte aus meiner Sicht, aber gut, der ist ja noch relativ jung. Muss man mal gucken. Darum glaube ich auch, dass die Portugiesen am ersten Spieltag die Ungarn besiegen. Cristiano Ronaldo ist sowieso All-Time-Europameisterschaftstorschütze, also das sollte kein Problem sein. Ich glaube auch, dass die Franzosen und Deutschland besiegen werden, also ob es jetzt 2 zu 0 ist oder nicht doch ein bisschen höher oder vielleicht auch ein bisschen knapper, man weiß es ja nicht. Vielleicht haben ja die Deutschen einen guten Tag erwischt. Weiß ich nicht, aber wie gesagt, ich glaube, dass die Franzosen uns schlagen werden, wie auch schon bei der EM 2016. Am zweiten Spieltag werden es die Franzosen auch nicht gerade einfach haben, werden aber gewinnen gegen die Ungarn, glaube ich. Portugal und Deutschland spielen unentschieden, sag ich. Weil wir eigentlich gegen Portugal immer gut können. Also, aber diesmal glaube ich, dass wir eher so ein Unentschieden kriegen. Das letzte Spiel gegen Ungarn werden wir dann gewinnen. Das sollte eigentlich aus meiner Sicht gar kein Problem sein. Und dann Frankreich und Portugal, die werden am letzten Spieltag einfach nur unentschieden spielen, dann sind sie beide durch und dann ist alles gut. Ja, Frankreich dann als Erster halt durch, Portugal als Zweiter und die Deutschen müssen dann, glaube ich, als Dritter durch sein. Die Ungarn sind dann halt raus mit 0 Punkten, aber ich meine, die haben natürlich auch eine Mega-Gruppe. Dann kommen wir zu den Achtelfinalspielen. Kriegst du jetzt nicht alle, oder doch? Doch, ich krieg's alle drauf. So, ah ja, hier läuft doch. Damals erstes Frankreich gegen die Ukraine. Glaube, das ist eigentlich so von der Logik her, sollte das eigentlich deutlich für die Franz, also deutlich sagen wir jetzt nicht, aber sollte das für die Franzosen enden? Ich mache jetzt, kannst ja leider jetzt hier kein Ergebnis reintun. Bukarest wäre dann der Spielort, ist auch sehr interessant, aber da die Ukraine hat jetzt nicht so einen weiten Anfahrtsweg, Anreiseweg, die Fans, aber wie viele Fans da wirklich da sind, ist auch so. Sagen. Kroatien, Schweden in Kopenhagen, da setzt sich der Vize-Weltmeister durch, sag ich, gegen die Schweden. Wird zwar schwierig, aber gehe ich schon aus, sollten sie hinbekommen. Belgien, Deutschland, ja, glaube ich, habe es schon sehr früh verraten. Wird, also ich. Ja, ich trage da 2-1 ein. Ich glaube aber, wenn die Belgier gegen uns, also wenn wir halt wirklich nur Dritter werden, was ich glaube, dass wir uns im Achtelfinale noch verabschieden können von unserem EM-Traum, von dem gefühlt nur Joshua Kimmich redet und der Rest irgendwie nicht. Weil für mich ist halt ein 7-1 gegen Lettland kein Beweis, dass ich jetzt gegen Mannschaften wie Frankreich, Portugal und Belgien oder wie sie auch alle heißen, selbst Kroatien mithalten kann. So traurig es auch ist. Dann mein Italien gegen Österreich, auch da schweren Herzens
Für Italien, also nichts gegen Italien. Italien hat eine sehr gute Mannschaft. Ich feiere die Mannschaft auch mega, aber so das kleine österreichische Herz noch dabei, weil da Valentino Lazaro spielt, leidet dann doch so ein bisschen. Aber ich glaube, dass die Italiener sich da durchsetzen werden und die Österreicher dann auch im Achtelfinale ausscheiden. Bei Niederlande gegen Slowakei. Das ist so eine Sache, aber auch hier setzt sich der Favorit dann durch und wird die von allein von der Mannschaft her, glaube ich, sollte das gegen die Slowakei noch reichen. Dann haben wir so ein bisschen so ein ganz anderes Duell in Amsterdam. Das ist natürlich auch sehr witzig, aber okay. In Amsterdam die Türkei gegen die Russen und ja, da werden sich die Türkei wieder sich freuen. Also ich glaube, dass die Türkei sich durchsetzt gegen die Russen. Einfach weil die Türkei irgendwie voll. Wenn die bei so einem Event dabei sind, dann sind die da mega, steigern die sich rein und dann kriegen die das auch hin irgendwie. Und ja, Türken können alles schaffen, ne? Dann kommen wir zur nächsten Partie. Das gab es ja schon letztes Jahr in der letztes vor 4 Jahren. Nee, vor 5 Jahren, ist ja schon 2016. Man verliert die Zeit aus den Augen. Vor 5 Jahren Spanien gegen Tschechien, setzen sich auch da, setzt sich der Favorit durch, glaube ich. Die Spanier, klar, schwierig einzuschätzen, aber die haben Deutschland weggesäbelt. Also es kommt immer auf die Tagesform an. Bei so einem Turnieren kommt es immer auf die Tagesform an, aber ich glaube, dass die Spanier sich gegen die Tschechen dann durchsetzen würden. England-Portugal wäre dann London. Es ist natürlich ganz bitter, glaube ich, für die Portugiesen. Da werden sich, also wenn das wirklich so kommen sollte, die Engländer durchsetzen. Also wenn du die Mannschaft siehst, das ist eigentlich schon fast ein, das wäre eigentlich schon fast traurig, wenn sie es nicht gewinnen würden. Aber mal gucken. Dann Final Neuauflage in St. Petersburg, also auch in Russland wäre ja auch nicht mal so schlecht. Da glaube ich auch, dass sich der Weltmeister gegen den Vize-Weltmeister durchsetzen wird. Da würden die Franzosen dann in London am 6.7. im Halbfinale stehen. In der anderen Partie Belgien-Italien, was ja in München stattfinden würde, glaube ich, dass die Belgier sich durchsetzen und die Italiener dann nach Hause schicken. Ist immer so eine Sache. Also wie gesagt, ich glaube schon, dass die Italiener, wenn sie ein bisschen Glück haben, das sage ich jetzt mal Glück, weil sie kriegen ja als Gruppenerster, also ich habe sie auf Gruppen 1, auf die Gruppe 1 als Gruppenerster in der Gruppe A getippt, kriegen sie ja schon mit relativ viel Glück den dritten. Der dritte ist ja in dem Fall dann Österreich, wie ich es getippt habe. Aber vielleicht, wenn das anders ausgeht, könnten sie auch Glück haben, dass sie halt nicht Belgien erwischen, sondern einen anderen. Also da kann man natürlich ein bisschen Glück haben. Ich meine, man hat es gesehen bei Portugal vor 2016. Die haben ja als Gruppendritter mit 3 Punkten im Achtelfinale die Kroaten bekommen. Die geschlagen, die ja schon überraschenderweise damals ja die Gruppe gewonnen hatten. Dann haben sie mit, ich weiß gar nicht, Polen ein bisschen Glück gehabt, haben sie geschlagen im Elfmeterschießen, dann haben sie Wales noch ausgeschaltet, dann haben sie gegen Frankreich im Finale die beste Leistung ihres Lebens gebracht und sind Europameister geworden. Also da ist alles offen aus meiner Sicht. Dann Niederlande, Baku gegen Türkei in Baku, so rum. Da glaube ich, dass die Niederlande den Kürzeren ziehen sogar, weil die Türken, wie gesagt, ich sage ja, die Türken, wenn die einmal Finale riechen, dann sind die wie so Terrier, die sich festbeißen an irgendwas. Also die sind, also das ist so mein kleiner Geheimfavorit bei dieser EM. Die Niederlande, dem wird irgendwann das Genick brechen, aus meiner Sicht, dass sie halt einfach nicht den besten Torhüter im Tor stehen haben. Klar, jetzt kann man sagen, wir haben die in die Türken. Ja, aber ich glaube einfach, dass die Abwehr massiver ist als die von den Niederlanden. Außerdem kommt bei Niederländern ja noch dazu, dass sie irgendwie nie Titel gewinnen. Also egal wie gut die Mannschaft ist, ich meine,
Die haben nie einen Titel gewonnen. Ich weiß nicht. Also keine Ahnung. Ich glaube nicht dran, dass die Niederlande das irgendwie durchbekommen. Hätten wir, ich glaube, 2020 hätte ich gesagt, ja, kriegen sie hin. Das ist gar kein Problem. Aber irgendwie dieses Jahr glaube ich nicht, dass sie es hinbekommen. Vor allem so wie die Türken draufgehen. Die Türken haben ja nicht umsonst einfach mal Frankreich geschlagen. Also man muss gucken, es hängt von der Tagesform ab. Aber ich glaube, die Türken würden sich da durchsetzen. Dann Spanien-England wieder ein sehr großes Spiel. In Rom sogar. Das ist natürlich echt geil in Rom. Da glaube ich, dass die Engländer sich durchsetzen werden. Ist auch geil. Ne? Hier steht überall 2-1 und jetzt hier auch 2-1 und jetzt hier meine erste Auswärtssieg so ungefähr. Egal. Da werden sich die Engländer dann durchsetzen gegen die Spanier. Wie gesagt, einfach von den besseren, sagen wir mal so, besseren Spielern her, weil die Spanier, wie gesagt, die haben halt einen Mega-Umbruch jetzt drinne und halt noch ein paar alte Spieler, aber wie gesagt, das wird ja, das hat ja nichts damit zu tun, aber ich glaube einfach, das kriegen sie noch nicht ganz hin. Ich glaube, für die wäre das aus meiner Sicht wäre das sogar für die sogar noch ein Erfolg, wenn sie bis ins Viertelfinale das sich da durchziehen. Glaube ich schon, dass sie es hinbekommen, weil sie schon keine schlechte Mannschaft haben, aber schwierig wird es trotzdem für die. Es wird jetzt kein einfacher Selbstläufer wie die letzten Europameisterschaften. Letztes Mal bei Europameisterschaft sind sie ja gegen Italien rausgeflogen im Achtelfinale. Nee. Doch. Achtelfinale gegen Italien. So, dann kommen wir schon zu den Halbfinalspielen. Einmal Belgien gegen Frankreich in London und da ist es diesmal andersrum als bei der WM, denn die Belgier werden sich durchsetzen, glaube ich, gegen die Franzosen. Es wird ein mega knappes Spiel, war es ja auch bei der WM so. Da wird wirklich ein Fehler das Ding entscheiden. Ich glaube, dass die Belgier sich durchsetzen, weil gut, jetzt muss man gucken, De Bruyne ist ja im Moment verletzt, der wird die ersten Spiele verpassen, aber ich glaube, so ab K.O.-Phase wird ein Kevin De Bruyne auf dem Platz stehen. Wenn nicht, ist es auch noch so. Also, wie gesagt, da hat Belgien hat eine Mega-Mannschaft und eigentlich wäre das. Also glaube ich, dass sie besser in diesem Jahr wirklich auch besser sind als die Franzosen. Man muss es ja halt gucken. Bei den Franzosen kann ja auch sein, dass Karim Benzema nicht mitspielt. Also wie gesagt, aber ich glaube, die sind besser. So, beim anderen EM-Halbfinale England gegen die Türkei. Sorry an die Türkei, aber da wird England sich durchsetzen. Da können sie wieder alle singen, Football's coming home, aber man muss es gucken, man muss abwarten, aber ich glaube, die Engländer, wie gesagt, mit der Mannschaft, ist ein EM-Finale locker drinne. Und dann kommen wir schon zum Grande Finale in London, also Heimvorteil für die Engländer, trotz alledem Belgien vorneweg und darum auch wie gefühlt das ganze Video. Jetzt sieht man hier ja dann gleich nochmal alles. Werden sich die Belgier durchsetzen. Also ich glaube, dass Belgien den Europameistertitel gewinnt dieses Jahr. Ich meine, sie hatten ganz, ganz viele glorreiche Generationen ja schon mit sehr guten Spielern. Ich glaube, jetzt haben sie es aber endlich mal geschafft, eine Mannschaft draus eine Mannschaft zu bilden, die es auch wirklich schaffen kann, diesen Titel zu holen. Wenn sie es, also ich sag's mal so, wenn sie es bei dieser EM nicht holen, dann holen sie gar nichts mehr, weil diese Mannschaft, ich meine, sie haben einen sehr guten Stürmer, der die Saison seines Lebens gefühlt gespielt hat mit Lukaku. Sie haben einen der besten Mittelfeldspieler der Welt. Das ist schon eine Sache, auch noch einen sehr, sehr guten Keeper. Die Abwehr ist gut und das reicht erstmal, wie gesagt. Also ich glaube, wie gesagt, Belgien-England wird das Finale sein. Belgien wird sich dann durchsetzen, wie auch schon, ja, irgendwie haben wir ganz viele Partien, die auch schon bei der WM passiert sind. Die waren ja zusammen in einer Gruppe bei der WM und haben auch Spiel um Platz 3 gegeneinander gespielt. Diesmal spielen sie dann das große Finale gegeneinander und da wird sich dann, wie gesagt, Belgien durchsetzen gegen England, aus meiner Sicht. So. Ist ein sehr kurzes Video gewesen. Ich habe sehr, sehr viel gelabert. Ich glaube, ihr habt schon gar keinen Bock mehr auf meine Stimme. Auf dieses Gesicht.
Ja, also wie gesagt, das ist meine EM-Prediction. Ja, also Belgien wird Weltmeister, Deutschland scheidet im Achtelfinale aus gegen den Welt, habe ich gerade Weltmeister gesagt? Also, okay, nochmal. Belgien wird Europameister 2021. Deutschland scheidet dann auch hier aus gegen den zukünftigen Europameister, laut meiner Prediction. Wie gesagt, wenn ihr solche Videos feiert, wenn ich das auch für, keine Ahnung, für den Bundesliga-Start, für den La Liga-Start, für was auch immer machen soll, dann schreibt es gerne in die Kommentare, lasst ein Like da. Würde mich auch sehr freuen, wenn ihr ein Abo da, wie gesagt, da lasst. Und dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich kann heute nicht reden, also es ist zu warm, viel zu warm. Also bedanke ich mich fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal auf meinem Kanal und tschüss.